in diesem Hadith, der Aspekt der Geduld ist hier offensichtlich, den Tod herbeizuwünschen, weil man vom Leid entrüstet ist und es nicht mehr ertragen kann. Das widerspricht der Geduld. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier, das Herbeiwünschen und Erhoffen des Todes, er benutzt übrigens hier das Wort yatamanna. Das ist ganz interessant. Er sagt nicht yas'al, sondern yatamanna. Weil das Wort tamanni steht oft für Dinge, für Hoffnungen, die unerfüllbar sind. Hoffnungen, die unerfüllbar sind. Dafür benutzt man das Wort tamanni. Und das, diesen Unterschied macht auch der Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oft werden zwei Wörter verwendet für Hoffnung im Koran. Diese werden im Deutschen meistens als Hoffnung übersetzt. Wir haben einmal das Wort Al-Amani und einmal das Wort Al-Raja. Beides, wie gesagt, wird als Hoffnung übersetzt. Nur das Wort Al-Tamanni, wie auch hier, hat eine negative Konnotation. Und das Wort Al-Raja hat eine positive Konnotation im Koran. Also es gibt eine löbliche Hoffnung und eine negative, tadelnswerte Hoffnung. Und wir sehen das in dem Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi sagte, Al-Kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'd al-maut. Der kluge Reife ist der, der sich selbst in Griff bekommt, also sein Nafs im Griff hat und für das, was nach dem Tod kommt, vorbereitet ist. Und der Unfähige ist der, وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَى وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ. Der Unfähige ist der, der seinem Nafs freien Lauf gibt. Das heißt, der im Griff seines Nafs ist, nicht der, der seinen Nafs im Griff hat, und sich auf Allah falsche Hoffnungen macht. Das ist eine negative Konnotation der Hoffnung. Aber Allah Ta'ala erwähnt die Hoffnung auch im positiven Kontext. Allah Ta'ala sagt im Koran, Innal ladhina amanu وَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهَدُوا أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ. Jene, die Iman haben und die auf dem Wege Allahs auswandern und die sich auf seinem Wege abmühen, sie hoffen auf die Barmherzigkeit Allahs. Das heißt, wir haben hier eine positive und negative Form. Hier benutzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Wort لَا يَتَمَنَّيَنَّ. Keiner von euch soll den Tod erhoffen, wegen eines Übels, wegen Schaden, wegen Unheil, das ihn getroffen hat. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbietet es nicht absolut in jedem Sinne, sondern nur in diesem Umstand. Deswegen sagen die Ahlul Ilm, es ist durchaus erlaubt, sich den Tod zu wünschen in diversen Situationen, beispielsweise wenn jemand inbrünstig auf das Treffen mit Allah Ta'ala, auf das Treffen mit Allah Ta'ala sich sehnt, oder aus Furcht um seinen Dien, aus Furcht um die Standhaftigkeit, dann ist es legitim. Und wir sehen das auch im Koran, in der Geschichte von Maryam, und ihre Geschichte hat viele Lehren und Weisheiten. Sie sagte, ja, leitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Wo wäre ich doch schon davor gestorben, also bevor dies passiert ist, und ganz in Vergessenheit geraten. Vor was? Nein, vor der Schwangerschaft, bevor sie dieses Kind bekommt. Warum? Weil man sie verleumden wird. Mensch? Weil man sie verleumden wird und ihr Kind verleumden wird. Und das zeigt uns auch, egal wie stark der Mensch ist und was für einen unbeweglichen Iman er hat, ein Mensch bleibt ein Mensch. Diese Befürchtungen, die sie hatte, sind ganz menschliche Befürchtungen. Sie hat Befürchtungen gehabt, von ihrem Volk verleumdet zu werden, diffamiert zu werden
und um ihren Sohn ebenfalls. Das ist ein menschlicher Aspekt von ihr gewesen. Auf jeden Fall, sie hat auch um den Tod gebeten. Nicht? Und in diversen Umständen ist es also legitim. Der Prophet sagt, wenn es aber unbedingt sein muss, dann soll er so und so sagen, hat er dieses Bittgebet hier genannt. Na.